Und weiter geht's. Wachtmeister Marshall. Ja, seine Handlung kam auch mich überrascht. Seit sein Bruder gestorben ist, hat er sich völlig verändert. Ich denke, er war nicht von dem Urteil gegen Joe Dark überzeugt. Das Leben endet nicht mit dem Abschluss eines Falles. Jeder muss den Rest seines Lebens mit seinen Erinnerungen fertig werden. Jener Fall ist unter Umständen noch nicht ganz abgeschlossen. Emma wurde von Dark im Polizeirevier angegriffen, stimmt's? Ja, in dem Büro, das ich mir mit Damon Gant teilte. Das Büro, das Herr Gant jetzt alleine besetzt, das Büro des Polizeichefs. Vielleicht sollten wir uns Gants Büro mal ansehen. Der letzte SL9-Mord geschah dort. Tja, und wo wir jetzt hingehen, ist ziemlich eindeutig. 24. Februar, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Ich kann Inspektor Gamschul nirgendwo entdecken. Es ist heute irgendwie ruhig hier. Du hast recht. Der Revierleiter scheint aber derselbe zu sein. Warum suchen wir nicht nach anderen Leuten, mit denen wir reden können? Gut. Wir können ja später nochmal herkommen. Tipp. Hier. 24. Februar, Polizeirevier-Eingang. Tagchen, Bambina. Ach, Herr Marshall. Hatte nicht gedacht, dass sich die Dinge so entwickeln würden, als ich aufwachte. Que sera sera. Man weiß nie, wohin einen das Leben führt, nicht wahr, Bambina? War abzusehen, dass es mit meinem Glück vorbei ist, als Billy morgens vertrocknet war. Wer ist Billy? Billy? Muss wohl sein Schoßkaktus sein. Sagen Sie mal, wohin geht's denn? Nur rüber zum Büro der Staatsanwaltschaft für ein kleines Verhör. Ist ein freiwilliger Auftritt. Aber wir wissen ja alle, dass ich da nicht schwer rauskomme. Tut mir leid, aber Sie können heute nicht in den Beweisraum gehen, Amigo. Aber Herr Marshall, warum haben Sie es getan? Warum sind Sie Goldgräber in den Westen gegangen? Wenn es jemals einen Fall gab, zu dem ich die Wahrheit wissen musste, war es dieser. Bevor Sie sich stellen, Herr Marshall, würde es Ihnen etwas ausmachen, uns alles zu erzählen, was passiert ist? Sieht so aus, als würde ich heute kein Steak zum Mittagessen bekommen. Darkes Prozess. Irgendwie war mit diesem Prozess von Anfang an etwas faul. Mit dieser Meinung war ich nicht alleine. Alle Inspektoren dachten das. Etwas war faul? Wieso das? Einige der berichteten Fakten passten nicht zu den Beweisen, die wir fanden. Zum Beispiel die Mordwaffe. Die Mordwaffe? Sie meinen das Springmesser mit der abgebrochenen Spitze? Das gehörte Joe Darke, das stimmt. Aber aus dem ersten Autopsiebericht ergab sich eine Frage. Eine Frage? Die Klinge des Messers passte nicht hundertprozentig zu der Verletzung des Opfers. Was hat das zu bedeuten? Das heißt, es bestand die Möglichkeit, dass das Messer nicht die Mordwaffe war. Aber aus dem schließlich eingereichten Bericht wurde diese Möglichkeit entfernt. Wurden die Fakten durch falsche Beweise verschleiert? Dieser Fall hat seinen Namen an uns allen hinterlassen. Die Namen, die der Fall SL9 hinterlassen hatte. Ich habe das Aussehen, den Verstand. Er war einer der besten Staatsanwälte hier. Ich war gerade zum Inspektoren befördert worden, als es geschah. Es war unser erster gemeinsamer Fall. Wie alt war er, Ihr Bruder? Er war damals 27. Yeah, schöne Zahl. Ihm wurden an diesem Tag die höchsten Ehren zuteil. Die höchsten Ehren? Sie meinen doch nicht... König der Staatsanwälte. Nicht der schon wieder. Warum sehen Sie mich so an? Das ist eine Ehre für einen Staatsanwalt. Herr Marshall muss seinem Bruder wirklich nahe gestanden haben. Der Tag, an dem sich der Fall SL9 ereignete, war doch nicht etwa derselbe Tag, an dem... Stimmt genau, es war der Tag des Beweismitteltransfers. Interessant. Es nieselte an diesem Morgen und als die Nacht anbrach, gab es Donner. Ich kann nicht glauben, dass schon 2 Jahre vergangen sind. Ich habe versucht, die Beweise zu stehlen, damit der Fall nicht begraben wird. Offensichtlich hat jemand versucht, sie aufzuhalten. Inspektor Goodman wurde ermordet und der Schrank mit den Beweisen war leer. Bei diesem Fall spielte sich einiges hinter den Kulissen ab. Das erfuhren wir später.
jeder an den Ermittlungen beteiligte Inspektor außer einem bekam etwas ab. Frau Star wurde entlassen und ich bin in ein witziges Kämmerlein verbannt. Was war mit Inspektor Goodman? Wenn mit ihm auch etwas passiert wäre, hätten die Direktoren Verdacht geschöpft. Nein, sie waren vorsichtig genug, um es nicht zu aufgeregt zu machen. Sie? Von wem sprechen Sie? Reg dich nicht auf, Bambina. Ich meine Damon Gant und Lana Sky. Oberinspektor Damon Gant und seine Stellvertretung Lana Sky. Es gab niemanden bei der Polizei, der nicht von diesem Duo gehört hat. Dieser Fall war für beide der größte Schritt auf der Karriereleiter. Nach Abschluss des Falls wurde Lana ins Büro des Staatsanwalts versetzt, oder? Ja, Damon Gant, der neue Polizeichef, hatte das so eingefädelt. Nachdem sie wegging, war sie nie wieder dieselbe. Jeder, der sie kannte, war dieser Meinung. Generalstaatsanwältin Sky war ganz anders, als sie noch Inspektorin war. Jetzt, wo er es sagt, Emma hat doch auch so etwas Ähnliches erwähnt. Sagen Sie mir, was mit meiner Schwester passiert? Sorry, Bambina, aber ihr Geheimnis wird so gut behütet. Ich habe es nie herausgefunden. Lanas Geheimnis. Alles begann vor 2 Jahren. Und jetzt muss er sich erstmal zusaufen. Jetzt haben Sie sie also gehört. Das ist meine Geschichte. Hat sie Ihnen gefallen, Amigo? Zumindest erklärt sie einiges. Heute vor Gericht habe ich eins mit Sicherheit feststellen können. Dieser junge Edgeworth ist nicht mein Feind. Er war derjenige, der manipulierte Beweise benutzt hat, um einen Schuldspruch zu erwirken. Aber niemand anderes hat ihm die Beweise gegeben und alles geplant. Dieser jemand ist Damon Gant. Sie glauben mir nicht. Verständlich. Morgen bin ich nicht mal mehr Streifenpolizist. Nur schade, dass ich nicht mehr da sein werde, um mit dir zusammenzuarbeiten. Wenn du eine richtige wissenschaftliche Ermittlerin geworden bist. Adios, Bambina. Bewegung. 24. Februar, Büro der Staatsanwaltschaft. Tiefgarage. Heute ist niemand hier, nicht mehr Faust da. Alle befassen sich wohl gerade damit, was im Bereichsraum genau vorgefallen ist. Da müssen die Inspektoren sein. Aber wir haben doch heute im Gericht bewiesen, dass keiner um 17.15 Uhr am Tag des Verbrechens im Bereichsraum getötet wurde. Ja, ich dachte, wir würden in dem Fall endlich etwas vorankommen. Stattdessen sieht es so aus, als würden wir Lanas Schuld noch weiter untermauern. Halte durch, Lana. Bis morgen muss ich alle Antworten gefunden haben. Hier. Hier wollte ich hin. 24. Februar, Büro der Oberstaatsanwaltschaft, Zimmer 1202. Herr Edgeworth ist nicht hier. Vielleicht wird er von einem Untersuchungsausschuss verhört. Er musste heute im Gericht ganz schön Prügel einstecken. Ja, als er dann zugegeben hatte, dass sie vor 2 Jahren Beweise manipuliert hat. Ich glaube, wir sollten einfach später wiederkommen. Tiefgarage. Bewegen. Polizeirevier-Eingang. Ja. 24. Februar, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Hier ist ja nie viel los, aber heute ist hier keine Menschenseele. Das heißt, dass alles fleißig Verbrechen... Ja, dass alle fleißig Verbrechen aufklären. Ach, wenn Sie nach den anderen suchen, sie sind alle im Konferenzzimmer. Danke. Wow, er hat tatsächlich mit uns gesprochen. Nachdem der Polizeichef Lana Start bekannt gab und entschieden wurde, was aus Hatred wird, ganz zu schweigen von unserer Presseerklärung und dem morgigen Prozess, herrscht ein Chaos, als wäre morgen Weihnachten und Ostern. Ich glaube, in diesem Zusammenhang spricht man eher von Festen. Wir würden uns gerne mal im Büro von Polizeichef Gant sehen. Gehen Sie einfach über den Flur in das andere Gebäude und dann ins oberste Geschoss. Wirklich? Sie meinen, wir dürfen dort hineingehen? Ich meine, wir sind doch keine Polizeibeamten oder so. Hey, du hast recht. Ihr könnt da nicht reingehen. Der Zutritt ist verboten. Jetzt weiß ich, wo Inspektor Gamschow seinen einmaligen Charme besitzt. Nun, worauf warten wir noch? Ab ins Büro des Polizeichefs. Aber bevor wir das machen, Schnitt...